Tada! Hey Leute, ich bin heute rausgegangen und habe das gesehen. Überall, als wäre von heute auf morgen, von vorgestern auf gestern, plötzlich, ich weiß nicht, der Frühling ausgebrochen und überall fangen an Blumen zu blühen. Und das hat mich zu etwas gebracht, das ich jetzt in diesem Video rüberbringen möchte. Ja. Doch bevor ich beginne, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ich der Abschluss von unserer Spring-Calling-Reihe bin. Und zwar von unserer Reihe mit Andy, Laura, Lucy und Mona. Ich wollte ja gerade Peachy sagen. Und zwar haben wir eine Reihe gestartet zu Büchern und zu Frühling. Und ich bin das letzte Video. Vor mir war Laura dran. Das Video kriegt ihr auch am Ende. Und die ganze Playlist mit allen von Anfang an kriegt ihr auch noch. Solltet ihr nicht verpassen. Und was ihr auch nicht verpassen solltet, ist jetzt dieses Video, weil ich bin der Abschluss. Wie gesagt, ich bin rausgegangen und habe das gesehen. Und dann dachte ich mir, meine Güte, warum ist das nicht früher passiert? Was ich damit meine, wir wissen ja, im Winter, es ist ziemlich kalt. Meistens. Und es ist nicht so gemütlich, draußen zu sein, deswegen verbarrikadieren wir uns eher in unseren Zimmern, trinken Tee und Kakao und Kaffee und liegen in unseren Betten und lesen, was super cool ist. Aber was noch viel cooler ist, ist es einfach draußen zu lesen. Ich weiß nicht, wie es mit euch irgendwie von dann geht, aber ich bin ein Mensch, der liest unglaublich gerne draußen. Denn wenn jetzt wieder Frühling ist und dann im Sommer ist es wieder kritisch, aber im Frühling ist die perfekte Jahreszeit dafür, habe ich einfach so eine Motivation dadurch, dass alles blüht und dass alles so schön ist und will einfach rausgehen. Und ich finde, man kann einfach so gut draußen lesen, sei es auf einer Bank, wenn man einfach rausgeht und sich irgendwo hinsetzt. Ich meine, es ist verdammt lange hell dann meistens und das kann man ausnutzen. Weil im Winter, wenn es schnell dunkel wird, dann kann man nicht so gut lesen. Außerdem, es ist warm, aber angenehm warm und die Hände frieren einem nicht dabei ab, wenn man versucht, die Seiten umzublättern. Aber generell habe ich einfach so die Lust bekommen, wieder so richtig cool draußen zu lesen. Und genau für diesen Anlass habe ich jetzt auch noch ein paar Bücher für euch, die ich euch zeigen möchte, weil sie für mich irgendwie so die perfekten Begleiter sind, wenn es endlich, also wenn endlich mal wieder das passiert. Also, es ist ein Buch, was ich nicht besonders gerne gemocht habe, was aber, glaube ich, daran liegt, dass ich es gelesen habe. Aber dennoch will ich es euch ans Herz bringen. Und zwar finde ich es im Frühling die Zeit, wo man mit Freunden zusammen lesen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Man nimmt sich ein Buch und jeder liest so ein bisschen was raus. Und dazu sind witzige Bücher geeignet. Und deswegen die Känguru-Chroniken. Bin ich überhaupt scharf? Dieses Buch handelt von einem Känguru, ein sprechendes Känguru und einem Mann, der mit diesem sprechenden Känguru zusammenwohnt. Und der Mann ist der Autor dieses Buches, nämlich Marc-Uwe Kling. Es ist witzig, aber ich stehe nicht so auf witzige Bücher, aber trotzdem ist es witzig. Und nehmt euch das einfach mal und nehmt ein paar Freunde oder nehmt einen Freund oder nehmt euren Bruder, eure Schwester, wen auch immer. Setzt euch raus, draußen, es ist warm, am besten in irgendwas Blumiges. Und fangt an, daraus es zu lesen, weil wenn man sich das gegenseitig vorliest, ist das so witzig. Und wenn man dann noch so das Känguru versucht nachzumachen, dann, ich verspreche euch, werdet ihr beide auf dem Boden liegen und euch so lachen, dass ihr anfangt, die Blumen zu essen, weil ihr nach Luft atmet und das nicht mehr möglich ist. Außerdem ist die Frühlingszeit die Zeit des John Greens. Das muss mal gesagt sein. Ich meine, Frühlingsgefühle sind nicht ohne Grund. Frühlingsgefühle. Sie gehören zum Frühling. Und deswegen, diese beiden Bücher, bitte nehmt sie mit in den Frühling. Und zuerst ist einmal The Four Tomorrow Stars. Ich glaube, darüber muss ich nicht so viel sagen, aber ich meine, wer kann Hazel und Augustus, auch wenn es eine traurige Geschichte ist, aber wer kann ihnen widerstehen? Und gerade im Frühling. Aber noch viel cooler ist Will and Will. Also, das ist genauso cool. Also, sie sind beide gleich cool. Das wollte ich mal klargestellt haben. Und zwar ist das auch ein Buch von John Green mit David Levithan zusammengeschrieben, was in zwei Teile aufgeteilt ist, also die sich immer abwechseln, nämlich einmal die Geschichte von Will und einmal die Geschichte von Will. Sehr cool, sehr witzig. Es ist schön, weil es einfach witzig, es ist lebendig, es ist eine Liebesgeschichte,
Ihr werdet sehen, wenn ihr es lest oder beziehungsweise merken. Und da kommt man einfach in die Stimmung. Das ist so was Aufweckendes. Und ich finde, im Frühling gehört was Aufweckendes ins Leserepertoire dazu. Und John Green, ich meine, hallo, angenehmster Schreibstil und sowas überhaupt. Was wäre ein Video ohne Jerry, wenn es nicht ein bisschen, sei es meine Wand oder sei es dieses Buch, was von The Perks of Being a Wallflower hat. Ihr fragt euch, wieso bitte jetzt zu diesem Video im Frühling? Ich finde, es ist so passend. Wenn ihr es nicht kennt, aber ich glaube, ihr kennt es alle, es ist ein Buch von Charlie. Also Charlie ist der Mensch, der es sozusagen geschrieben hat, weil es sind Briefe von ihm. Und das ist aber was Fiktives, das ist nichts Echtes sozusagen. Und es ist so ein richtiges Buch, bei dem man mitfühlt. Und ich finde, wie gesagt, deswegen auch Frühlingsgefühle. Im Frühling kann man gerne mal mitfühlen und wird auch einfach da so zu bewegt. Aber man kommt nicht in diese Winterdepression, wenn man was liest. Im Winter, es ist trocken, es ist nass draußen, es ist kalt draußen, es ist dunkel draußen, es ist traurig draußen. Man liest etwas Trauriges und dann sitzt man in seinem Bett und möchte nicht mehr, weil die Welt schrecklich ist. Aber im Frühling nimmt man sowas auf die leichtere Schulter und die Frühlingsgefühle sind dann im Vordergrund und deswegen kann man sowas dann dabei genießen, weil es einfach dann nicht mehr so schlimm ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn wir gerade bei witzig sind, dann dürfen diese beiden Bücher nicht fehlen. Ihr seid jetzt abgeschreckt, es sind Dramen. Ja, es sind Dramen. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann wisst ihr, dass mich letztens Oscar Wilde, also so eine Fanpage von ihm, gefolgt hat. Und deswegen Oscar Wilde. Oscar Wilde ist so cool. Er hat so tolle Werke geschrieben und sie sind so witzig. Und man ist erstmal abgeschreckt, weil es Reclam-Ausgaben sind. Aber Leute, wirklich, Bunbury und ein idealer Gatt ist ein bisschen schwieriger. Also so vom Stoff her. Aber Bunbury, ihr seht schon, es ist nicht gerade dick. Es ist wie ein Gurkensandwich. Ihr werdet es verstehen, wenn ich es gelesen habe, dass es wie ein Gurkensandwich ist. Und wenn ihr das lest, dann werdet ihr einfach zum Lachen gebracht. Und das ist im Frühling so cool, weil ihr das auch mit Freunden gemeinsam lesen könnt. Ich weiß nicht, ich bin der Fan davon, rauszugehen und mit Freunden gemeinsam zu lesen. Weil das ist ein Drama, das kann man sich abwechseln. Und dann werdet ihr genauso lachen wie bei den Känguru-Chroniken. Traut euch ran. Es ist nicht so schwer, wenn man draußen sitzt und inspiriert wird durch die ganzen, ich meine, also durch das hier. So, was wollte ich euch damit sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich kam auf diese Videoidee, als ich das hier gesehen habe. Und möchte jetzt das Video auch mit dem hier enden. Und genießt die Zeit des Frühlings und macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Dazu bekommt ihr aber mehr in meinem Lesemonat. Ja, ein großes Desaster. Und wie gesagt, ich verlinke euch jetzt die Playlist hier unten. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Daumen nach oben? Also, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann nicht, dann ist es okay. Laura hat gestern ein Video hochgeladen. Neuerscheinungen im Frühling. Das verlinke ich euch irgendwo unten drunter. Das seht ihr. Und die Playlist. Auf jeden Fall draufklicken. Auf jeden Fall draufklicken. Das sind alles total coole Booktuber, beziehungsweise Lucy und Peachy, kennt ihr ja schon. Die anderen vielleicht auch schon, aber ich habe sie noch nicht erwähnt auf diesem Kanal. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das bisschen an das Video gefallen und wir sehen uns dann. Also bis dann. Adios.